So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Labur. Ja, wir hatten vorhin noch 104 km/h drauf. Ich musste erstmal bremsen und einmal ganz kurz Pause. Einmal bitte. Ich bin sofort wieder anwesend. So, da bin ich auch wieder anwesend für euch. Ja, heute ist das Thema Barack Obama und die Rebellen in Serbien. Ja, angeblich soll's da ja, ich bin jetzt am Freitag am Aufnehmen, Leute. Also wenn sich da schon mehr die News geändert haben sollten, dann tut es mir leid, aber ich werde jetzt zu diesen News, die ich heute gelesen habe, ein bisschen was erzählen. Und zwar, es soll ja Giftgas, also Chemie in dem Sinne als Waffe eingesetzt worden sein, soll der Präsident in dem Sinne gemacht haben gegen die Rebellen. Und jetzt will Barack Obama den Rebellen helfen. Ja. Was hält man von dieser Sache, wenn ich ganz ehrlich bin? Erstens bin ich zurzeit fest der Überzeugung, nicht der Überzeugung, sondern meiner Meinung nach, dass er sich lieber mal raushalten sollte aus dieser ganzen Sache. Auch wir sollten uns einfach mal aus diesen Ländern heraushalten. Klar, es sterben einfach zu viele Zivilisten, dies und jenes. Das stimmt alles, Leute. Und diese Menschen haben es einfach nicht verdient, in so einem Chaos zu leben. Das muss ich auch wirklich sagen. Aber ist der Irak nicht eigentlich ein Beispiel, dass es nicht funktioniert, wenn wir uns einmischen, dass das Volk das annimmt oder auch dass das aufhört? Und es sterben einfach zu viele deutsche Soldaten, amerikanische Soldaten. Und bringt es das wirklich, dass man sich überall einmischt und meint, ich habe den dickeren? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, in manchen Regionen sage ich mir, ja, geht doch da mal endlich rein und macht da jetzt endlich mal klar Schiff wie Nordkorea. Da hätte ich es eigentlich erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin. Geht da rein, zeigt den kleinen Jungen, was er für einen kleinen Schnippel hat, radiert ihn aus, gibt Nordkorea, Südkorea wieder und schon wäre die Sache da hinten erledigt gewesen. Nein, da wird dann nichts gemacht, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, da hätten sie aufräumen sollen, in meinen Augen. Ja, einfach reingehen, ihnen die Pistole vor der Brust halten, was weiß ich, hier vors Kriegsgericht oder was es da auch immer gibt. Ja, den kann man doch wegen irgendeiner Scheiße schon rankriegen. Ja, ab mit dem, zack, die verbünden die beiden Länder wieder, so wie sie es hier in Deutschland auch gemacht haben. Die Länder wieder verbünden, klarkommen, eine Riesenindustrie aufbauen. Die Länder sind ja nicht doof, das sehen wir ja selber. Ja, sie können mit Industrien umgehen, sie sind mit manchen Sachen sehr erfolgreich, auch wenn sie kopieren oder was weiß ich. Aber sie sind ja nicht doof. Ja, und da hätte man das machen sollen. Und wenn sie jetzt da in Syrien sich auch noch einmischen und dann auch noch für die Rebellen, Leute, ich weiß es nicht, und dann auch noch sagen, ja, wir bieten dicke Waffen an und Luftabwehr und keine Ahnung, Leute. Also das macht mir Kopfzerbrechen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß es wirklich nicht, was man da wirklich von halten soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, von einer Seite sage ich mir, ja, vielleicht muss das Volk da wirklich geholfen werden. Man sieht es ja nicht, was da wirklich los ist. Das muss man ja wirklich mal sagen. Man kann ja immer nur das erzählen, was da in der Presse ist und dies und jedes. Man lebt da nicht und man weiß es wirklich nicht, wie das ganze Verhältnis da ist. Ja, in anderen Ländern sagt man auch, in Deutschland ist alles rieserot, es ist alles toll. Wir sind zwar ein Armutlohnland in dem Sinne, wo wir wirklich wenig verdienen, aber es ist alles super titi. Ja, und so super titi ist ja hier auch nicht alles. So, aber so muss man das in dem Sinne da auch sehen. Aber ob man jetzt wie soll ich sagen, ob man jetzt den Rebellen da wirklich Waffen geben soll, Leute, ich weiß es nicht. Sollte man nicht einfach sagen, wir ziehen da eine große Mauer drum und seht zu, wie ihr alle klarkommt? Also ich habe keine Ahnung, alle so in so einen Sack sperren, was aufs Maul hauen und fertig. Ja, ich finde, die Amerikaner, die Bürger alleine haben, es doch gar nicht verdient, da jetzt wieder reinzugehen. Ja, auch wenn er vielleicht bis jetzt nur Waffen anbietet, wir kennen den Amerikaner,
Ja, er muss Geld machen. Ja, der Staat ist kurz vorm Exitus. Und wir wissen, dass er halt mit Waffen das meiste Geld verdient. Und gut, wir Deutschen verdienen auch mit Waffen scheißen Geld. Ja, wir dürfen nicht immer nur auf den Amerikaner rumpicken, aber... Aber es ist nicht vielleicht auch einfach nur eine Masche, um wieder Geld zu verdienen? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich wirklich von dieser ganzen Sache halten soll. Ich finde auch zum Beispiel wie der Irak. Ich habe eigentlich am Anfang damit gehofft. Am Anfang hat man gesagt, okay, er will nur ans Gold und ans Öl und dies und jenes. Ja, vielleicht will er das und vielleicht auch nicht. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, kann vielleicht dieses Volk, was da lebt, eigentlich dann in Frieden leben und vielleicht einfach vernünftig da leben, so wie wir zum Beispiel auch, ja, in ihren Häusern, vielleicht werden die nie so eine Wirtschaft haben oder keine Ahnung, Leute, damit will ich mich auch gar nicht so befassen, aber ich habe echt dann nachher gedacht, vielleicht leben diese Menschen dann irgendwann vernünftig, ja, und es sterben nicht immer so viele Kinder, das ist das, was mich immer so hart trifft, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder dass da durch Minen Beine abgerissen werden oder was weiß ich. Und dann sieht man, dass es da gar nicht besser wird. Ja, wir bauen da eine Polizei auf. Wir versuchen da irgendwas hinzubekommen. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie lange... Die wollen das doch gar nicht, in meinen Augen. In meinen Augen wollen die das gar nicht. Die wollen das nicht da annehmen, weil es da immer noch... Die Bösen in dem Sinne gibt, die da immer noch die Leute zu kriegen, dass sie sich eine Bombe um den Bauch binden und da reinlaufen und dadurch Menschen töten. Und ich weiß nicht, was die Menschen möchten, ja. Wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht irgendwann mal hier Krieg sein sollte und ich das selber haben sollte wie meine Oma und Opas. Nein, danke. Also bin ich ganz ehrlich, dass du jeden Tag unten im Keller sitzen musst oder irgendwas anderes. Nein, da hab ich einfach keinen Bock drauf. Ja, dann habe ich lieber ein bisschen weniger Geld. Ja, bin ich ganz ehrlich. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Also bin ich ganz ehrlich. Hauptsache, ich habe meine Ruhe und ich kann alles in Ruhe machen. Also bin ich ganz ehrlich. Keine Ahnung, ob ich da vielleicht ein bisschen falsch denke, aber ich sehe es halt einfach so. Ja, ich sehe es wirklich so, dass ich mir sage, nee, ich möchte keinen Krieg. Ich möchte da auch gar nicht hin oder irgendwelche anderen Sachen. Ich verstehe es einfach nicht, ja, dass wir hier 60 Jahre sind es jetzt gut, über 60 Jahre sind wir hier kriegfrei. Waren ja lange besetzt in dem Sinne, sind immer noch leicht besetztes Land, kann man sagen. Wir haben ja immer noch Engländer hier drinne, weil die ja nicht alle sofort zurückgehen können. Aber, dass man wieder sowas hat, nein, danke. Nein, also auf gar keinen Fall. Wenn ich überlege, wo ich klein war, da sind immer noch Panzer und so bei uns an den Häusern vorbeigefahren oder LKWs und überall auf den Trüppungs... Überall in so Wälder haben sie gesessen, die Amerikaner und die Engländer und wie sie alle nicht heißen. Nee, weißt du, und heutzutage, man sieht doch gar keine Panzer mehr. Vielleicht, wenn du da irgendwo in dem Gebiet wohnst, wo die Bundeswehr ist, dann hörst du sie vielleicht mal. Oder wenn sie irgendwo hinfahren, ist doch alles super. Ja, ich will diese Ungetüms auch gar nicht mehr sehen auf der Straße. Keine Ahnung, wir brauchen so einen Scheiß nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und dann will er jetzt den hochgradige Waffen geben. Ja, die haben ja alle noch alte AKs, wo die AK wirklich keine schlechte Waffe war. Aber sie passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Und das ist halt alles noch vom Russen, was die den Leuten in dem Sinne schenkt oder noch für viel Geld verkauft, was ja eigentlich schon gar kein Geld mehr wert ist, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Aber... In dem Sinne gibt er denen jetzt, ja, sagen wir mal, drücken wir es mal so aus, High-End-Waffen. Ist das richtig, Leute? Ich weiß es nicht. Ja, wären die Rebellen dann nicht nachher, ich kann die schlecht einschätzen, diese Rebellen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber wären die dann nachher nicht so wie die Taliban? Leute, und dann haben wir hier
das Arschkrawatten, ja, und dann haben sie die nächsten so ein Vollidiot, der da unbedingt dieses Land regieren will mit Mord und Totschlag und dies und jenes. Also ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Ich finde es nicht richtig. Er sollte sich einfach raushalten aus dieser ganzen Sache. Ja, klar, wenn da wirklich mit Giftgas gearbeitet worden ist, also mit Chemie, dass die Leute da innerlich verrecken in dem Sinne. Klar ist das nicht richtig. Klar müsste man da was gegen machen. Aber dann geht doch selber da rein. Sorgt dafür, dass diese ganze Scheiße vorbei ist. Ja, und dann ist die Sache erledigt. Aber gibt denen doch keine Waffen. Ja. Aber meine Meinung ist einfach, wir sollten uns einfach alle aus diesen Angelegenheiten raushalten. Wir haben keinen Krieg und verlieren Soldaten in Kriege, die uns eigentlich nichts angehen. Und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Wir haben hier keinen Krieg, wir leben alle in Frieden und sind alle einigermaßen zufrieden, drücken wir es mal so aus. Klar, die im Hochwassergebiet, die haben andere Sorgen zurzeit, aber es sterben keine Menschen durch irgendwelchen Scheiß. Und ich verstehe das nicht, ja? Und die mischen sich einfach ein in Sachen, die einfach denen nichts angeht, in meinen Augen. Also, weiß ich nicht. Ja, und dann gibt es wieder Konflikte mit den anderen Ländern und dann gibt es wieder Aufbrausen. Ja, als wenn man irgendwie irgendwann so viel Konflikte hat, wenn man überlegt, ja, in wie vielen Ländern unsere Bundeswehr verteilt ist. Ja, das kann ja auch nicht sein. Sind noch ein paar in Jugoslawien stationiert? Ich weiß es gar nicht. Da war zum Beispiel früher genug von meinem Bruder, seine Freunde und dies und jenes. Ja, und sind da vielleicht auch noch welche stationiert? Dann im Irak sind welche stationiert. Wo sind noch überall welche stationiert, Leute? Muss das sein? Müssen wir uns überall einmischen? Und die UNO sitzt ja auch zusammen und macht sich Gedanken um diese ganze Sache. Ja, Leute, ich weiß es nicht, was man davon halten soll. Warum biegst du nicht ab? Hier kommt doch nichts. Soll ich dich rumtragen? Also ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ja, also ich habe wirklich keine Ahnung. Der Amerikaner sollte sich einfach in meinen Augen um seine Wirtschaft kümmern, um seine Milliarden von Schulden, dass er die endlich... Oh, ein weiter. Ja, dass er endlich seine Milliarden von Schulden ablos wird. Er sollte sich mal auf seine Wirtschaft konzentrieren und nicht ständig irgendwelchen Dreckskack machen, ja? Nicht, Barack Obama ist der Weltherrscher. Mann, der ist... Warum fährst du nicht? Der ist gar nichts mehr, Mann. Das Land ist fertig, wenn man eigentlich das nimmt, ja? Von der Geld her. Da muss was gemacht werden. Und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, wir gehen Krieg machen oder wir helfen denen jetzt, wo wir kein Geld haben. Ja, ich habe keine Ahnung, also ich verstehe diesen Sinn nicht. Ja, und ich kann das auch so langsam alles nicht mehr nachvollziehen, warum er sich überall einmischt, wo er eh kein Geld hat. Ja, dieser Typ ist, das Land ist pleite bis zum Arschwinken, ja, und, wir gehen trotzdem mal ein bisschen Krieg machen, ne, wir haben ja noch, ja, hier noch ein paar Waffen, ne, und wir geben dann euch die Waffen, ne, ja, gibt uns auch mal ein bisschen Geld, ne, ja, davon werden doch seine Milliarden an Schulden doch auch nicht weg. Also ich weiß nicht, was er für einen Film schiebt, dieses Land, um sich da einzumischen. Ich glaube, er sollte sich mal in seinem Land um die ganzen Gangs, die es da gibt und die Kriminalität, die da herrscht, darum sollte sich einfach dieses Land mal kümmern. Warum haben wir nichts auf der Karte? Wir sind aber richtig. Bin ich jetzt falsch rausgefahren oder so? Weiß nicht, wir haben keinen roten Weg. Ich fahre mal einfach weiter.
Also ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Also bin ich ganz ehrlich. Ich weiß es nicht, Leute. Ich finde es nicht richtig, was er da für eine Show abzieht. Es gibt da Menschen, die wohnen nur noch im Wohnwagen. Gut, das gibt es jetzt bei uns auch. Ja, das habe ich gerade im Fernsehen gesehen, dass es Frauen gibt, die Frührentnerin ist, die jetzt auf dem Campingplatz wohnen, ja. Will unsere Regierung das, dass wir genauso armselig wären wie die Amerikaner? Also ich habe keine Ahnung, weil die Rente der guten Frau zu klein ist und kann sich keine Wohnung mehr erlauben, müssen die halt auf dem Campingplatz jetzt wohnen. Ja? Weiß ich nicht. Ich habe immer gesagt, das wäre... Nein, das kann nicht sein. Und dann ist diese Frau irgendwie... Hat die Krankheiten wegen Feuchtigkeit und so, dass die dann die ganzen Beine wehtun. Und dies und jenes, ja. Und ein Wohnwagen ist immer feucht. Ja, du hast den Tau von draußen und dies und jenes. Und das ist für sie gar nicht gesund. Ja? Aber es wird einfach... Ja, sie wohnt da jetzt einfach, um Geld in dem Sinne wieder zu haben. Ja, und so ist das zum Beispiel bei den Amerikanern, ja, da gibt's, klar gibt es da Drogen und alles, wenn alle zufrieden wären, wird doch keiner Drogen nehmen, warum soll dann jemand Drogen nehmen, ja, vielleicht die Vollreichen, aber warum soll man Drogen nehmen, ja, es ist ja nicht so wie hier, dass hier mal einer, da ein paar Jugendlichen in der Ecke sitzen und rauchen sich mal einen Johnny, nein, da ist es ja immer das Harte, hier spritzen, da fixen, hier da eine Pille und was weiß ich nicht alles, ja, und wenn alle zufrieden wären, wäre dieses Problem gar nicht so groß, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Man sollte einfach nochmal daran denken, ich muss meine Bürger zufriedenstellen und dann ist auch alles in Ordnung. Ja, nein, er verprasst lieber Milliarden wieder in irgendwelche Länder, genau wie Irak. Ich möchte nicht wissen, was dieser Krieg gekostet hat. Ja, wie viel Milliarden oder Billiarden da reingefeuert worden sind. Für nichts. Für nichts. Ja, wenn da jetzt alle im Frieden leben würden, vielleicht hat das Volk ein bisschen geholfen, ja. Aber in meinen Augen hat sich doch da nichts verbessert. Gar nichts. Ja, und wollen die das wirklich alle immer, dass man hilft? Ich weiß es nicht. Ja, ich höre dann auch mit den ganzen Sachen mal auf. Ich werde am Montag dann die neuen Folgen aufnehmen. Heute ist Freitag. Das waren die News von Freitag, in dem Sinne, die ich so erreicht habe. E3 habe ich ein bisschen erzählt, wir haben über das Hochwasser geredet. Nochmal an die Leute, gebt nicht auf, macht weiter, ihr schafft das auf jeden Fall. Und lasst euch nicht unterkriegen, das Leben geht auch weiter. Und ich wünsche euch alles Gute da hinten, den Leuten. Und auf jeden Fall sage ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt vielleicht das schöne Wetter, wenn wir das am Wochenende haben. Ich sage, Schaui-Laui, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Mein Name ist Gabur, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Kommentare schreiben, wie gewohnt. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ja, und sagt, was ihr davon haltet. Ich finde es nicht richtig, dass er auf jeden Fall sich überall einmischt oder auch wir uns überall einmischen. Es gibt andere Probleme in unseren eigenen Ländern, die wir vielleicht mal klären sollten. Und deswegen sage ich, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Gabur.